So Freunde, wir sind jetzt hier am wunderschönen, eiskalten Alex unterwegs. Wir haben es Dezember, es ist kurz vor Weihnachten und wir stellen heute mal den Leuten die Frage zum Thema erotische Weihnachtsgeschenke. Was würdet ihr eurem Freund oder eurer Freundin zu Weihnachten schenken und was wünscht ihr euch selbst? Mal gucken, was da für Antworten kommen. Frage stellen zum Thema Weihnachtsgeschenke. Habt ihr einen Freund oder so? Ja. Thema ist erotische Weihnachtsgeschenke. Was würdet ihr eurem Freund schenken und was würdet ihr euch wünschen von dem? Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich wüsste es wirklich nicht. Irgendwie spontan irgendwas, so Handschellen oder so oder nee, irgendwas in der Richtung? Ich habe wirklich keine Ahnung. Oder wenn du einen Wunsch hättest von deinem Freund, wenn der dir irgendwas schenken würde? Ich weiß es nicht, ich würde echt schlecht was Weihnachtsgeschenke. Also lässt dich gerne überraschen? Ja, genau. Also am besten so, so eine Augenbinde und dann packst du dein Geschenk aus? Ja, genau. Das würde ich vielleicht am besten finden. Oh, yes. Alles klar. Super, danke dir auf jeden Fall. Gerne. Ciao. Dann fragen wir mal weiter. Hallöchen, darf ich mal kurz stören? Wir machen eine kleine Umfrage zum Thema Weihnachtsgeschenke. Habt ihr da Bock mitzumachen? Jetzt nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Okay. Also die Frage war eigentlich, wenn ihr einen Freund habt, über erotische Weihnachtsgeschenke, ob was ihr eurem Freund schenken würdet. Ich hab keinen Freund. Gar nicht. Und was würdet ihr euch wünschen zu Weihnachten? Wenn ihr irgendwie einen Wunsch hättet, so ein erotisches Weihnachtsgeschenk, erotisch, womit man euch eine Freude machen könnte? Schöne Unterwäsche oder sowas. Ja, oder Handschellen oder sowas. Ja, auch Handschellen. Eine Peitsche vielleicht oder so. Wer es mag, ja. Wer es mag, genau. Also ihr werdet dem nicht abgeneigt, wenn sowas unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Nö. Okay, super. Danke euch auf jeden Fall. Gerne. Ciao. Entschuldigung, eine Frage mal. Ja. Habt ihr Bock auf eine Umfrage so mitzumachen zum Thema Weihnachtsgeschenke? Habt ihr eine Freundin? Nee? Ja. Die Frage ist einfach zum Thema erotische Weihnachtsgeschenke. Was würdest du deiner Freundin zu Weihnachten schenken, was so mit Erotik zu tun hat? Irgendwie so. Mit Erotik? Womit könntest du dir eine Freude machen? Wo du sagen würdest, ey, das würde dir bestimmt gefallen. Also, zum Thema zu meiner Freundin, also die mag sowas nicht, aber ich glaube, würde ich eine Freundin haben, die sowas mag, würde ich ihr wahrscheinlich irgendwie so ein sexy Weihnachtsmann-Kostüm schenken. Echt, also ja? Das würde ich cool finden. Und sowas wie Handschellen oder so oder so eine Peitsche oder was? Ich meine wirklich so eine sehr sexy Weihnachts-Outfit. Vielleicht könnt ihr das ja einblenden, wie das aussieht. Oh, yes. Und hättest du einen speziellen Wunsch, was du dir von deiner Freundin wünschen würdest zu Weihnachten? Zu Weihnachten? Vielleicht guckt dir eine zu, die irgendwie Interesse hat oder so? Ich glaube, so ein sexy Wochenende, so Spa-Wochenende oder sowas. Ey, das klingt auf jeden Fall gut. Ja, sowas wäre ganz cool. Okay, super. Ja. Danke dir auf jeden Fall. Danke euch, schönes Weihnachten, guten Rutsch. Dir auch, ciao. Spa hört sich nicht schlecht an. Könnte ich jetzt auch gebrauchen bei den Temperaturen. Ey, hast du Bock, bei einer Umfrage mitzumachen? Mit Glenn? Nee. Aber ey, der ist auf jeden Fall krass. Guck mal. Ey, kurze Hose bei minus 3 Grad ist auf jeden Fall richtig männlich. Ein, zwei Fragen, die wir euch stellen, ein paar lustige. Ja, okay, komm. Thema Weihnachtsgeschenke, erotische Weihnachtsgeschenke. Hm. Seid ihr zusammen? Ja. Okay, was würdest du ihm schenken und was würdest du ihr schenken zu Weihnachten? Irgendwas Erotisches, irgendwas Prickelndes irgendwie? Amorelie-Kalender. Ja? Ja. Okay. Aber den hat sie schon. Den hast du schon? Ja. Und was würdest du ihm schenken? Das ist eine gute Frage. Also wir haben schon ein bisschen was ausprobiert, deshalb ist es nicht so leicht. Okay. Und was würdest du dir von ihr wünschen? Hm. Wenn du einen Wunsch hättest zu Weihnachten, hättest du jetzt das deine Chance so? Eine erotische Massage. Oh yeah. Okay. Und was würdest du dir von ihm wünschen? Das ist echt nicht so leicht. Bei WhatsApp zurückschreiben. Bei die meisten. Du antwortest nie. Nein, das war ein Spaß. Wie lange brauchst du mal zum Antworten? Ich antworte immer relativ schnell. Ja. Außer ich bin am Arbeiten. Ja, okay. Alles klar. Nee, okay. Danke euch auf jeden Fall. Alles klar. Und schöne, frohe Weihnachten. Hallöchen. Dürfen wir euch mal eine Frage stellen zum Thema Weihnachten? Ja. Zum Thema Weihnachtsgeschenk. Und zwar, habt ihr einen Freund oder so? Nee. Gar nicht. Also, zum Thema erotische Weihnachtsgeschenke, oh, was würdest du deinem Freund zu Weihnachten schenken? Erotisch, was so in die Richtung geht? Genau. Irgendwas also Spezielles, worüber er sich freuen würde oder so? Dessous? Also für dich jetzt. Du würdest ja, ich würde mir was kaufen, genau. Und ihm das so schenken. Sexy! Und hättest du einen Wunsch von deinem Freund? Vielleicht guckt er ja irgendwie dann zu? Nee. Dass der irgendwie mal so auf gute Ideen kommt, irgendwie, dir eine Freude zu machen? Ich glaube nicht. Nee? Keine Wünsche? Nee. Okay. Ja, bist eben wunschlos glücklich. Ist, das spricht stimmt. Doch für deinen Freund, ne? Alles klar, danke dir auf jeden Fall. Frohe Weihnachten. Gleichfalls. Ciao.
Hi, dürfen wir euch noch was fragen zum Thema Weihnachtsgeschenke? Ja. Ich sehe, dir macht hier das Wetter gar nichts aus, oder? Nee. Okay. Also scheint er ein heißer Typ zu sein, das ist auch das Thema. Das Thema ist erotische Weihnachtsgeschenke. Was würdest du ihm schenken, was würdest du ihr schenken und was würdet ihr euch gegenseitig irgendwie wünschen? So, mit was könnte man euch eine Freude machen? Wir schenken uns nichts. Gar nichts? Nee. Und wenn ihr irgendwie so, weiß ich nicht, wenn du ihr irgendwas schenken könntest so zu Weihnachten, irgendwas Erotisches oder so, so ein paar Handschellen oder eine Augenbinde oder irgendwas. Ich glaube, da hast du bei uns das falsche Thema erwischt. Echt? Ihr schenkt euch gar nichts? Nee, wirklich nicht. Wie kommt das? Ihr entzieht euch dem komplett keinen Bock drauf? Oder? Boah, wir machen das dann, wenn es passt. Ne? Also ja, auch eine gute Einstellung eigentlich. Keine gewissen Anlässe oder so, sondern einfach dann, wenn es passt. Aber noch eine Frage, du frierst gar nicht? Nee. Der Hammer. Okay, bist du irgendwie Eistaucher oder so? Nee. Ehrlich, ich habe auch schon vorhin die Frage bekommen, ob ich aus Norwegen komme oder so. Also, ja, krass, nicht schlecht. Okay, dann besten Dank. Schönen Tag noch, ciao. Dürfen wir euch mal eine Frage stellen zum Thema Weihnachten? Gar nicht? Nee. Ist lustig, wirklich. Ihr könnt auch was gewinnen. Hallöchen, dürfen wir euch mal eine kurze Frage stellen zum Thema Weihnachten? Ja, klar. Ja, zum Thema Weihnachtsgeschenke. Und zwar, habt ihr einen Freund? Ja. Ja, super. Was würdest du deinem Freund zu Weihnachten schenken, was erotisch ist? Und du? Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit hättet, dem mal eine Freude zu machen, was würdet ihr dem schenken? Eine Sauce, vielleicht. Oder irgendwelche Spielzeuge oder so. Auf was würdet ihr speziell irgendwie kommen? Mit was könnt, keine Ahnung. Irgendwie Handschellen oder so, mal von den Polizisten oder so hier klauen oder so. Gute Frage. Was kann man denn schenken? Und die andere Frage ist, was würdet ihr euch von eurem Freund wünschen? Wenn ihr irgendwie mal so eine Fantasie hättet, so ach komm, schenk mir mal sowas, damit würdest du mir irgendwie mal eine Freude machen. Ey, ich bin komplett verloren, das weiß ich wirklich gar nicht. Gar nicht? Nee, ich bin... Ich habe Esra verloren. Muss Esra? Okay, so. Oh, gute Frage. Ich bin überfragt, ich weiß es ehrlich nicht. Ja, ist doch kein Ding. Also seid ihr wunschlos glücklich? Ja. Ja, ist doch perfekt, ist doch super. Ja, wir sind auf jeden Fall frohe Weihnachten euch und... Es zeichnet euren Freund aus. Ja? Schöne Grüße auf jeden Fall. Ciao. Hallöchen. Dürfen wir euch eine kurze Frage stellen zum Thema Weihnachten? Sorry. We can speak English. Yes. Do you have a boyfriend? Or do you have boyfriends? Yes. Very interesting question. Why do you ask? Why? Because we are talking about a Christmas presents. Erotic Christmas presents. I have a boyfriend. Yes. I bought him a Christmas sweater. And if you can make him an erotic present, it has a deer and deer on it. Okay. So you would as present closes? Yep. Yeah. You too? I don't have a boyfriend. Oh, okay. But and if she had, I think I will buy a sweater. And do you have a special wish for Christmas from your boyfriend? We're from Ukraine, so our special wish. Ah, okay. Wish. Welcome. Welcome in Germany. Yeah. Okay. Live in peace. Yeah, that's very important. Okay, good luck and greetings to your boyfriend. Okay. Thank you. Ciao. Aus der Ukraine. Also sie sind noch, ich glaube, die haben andere Wünsche derzeit. Ja, das ist so arschkalt, mir läuft so die Rotze aus der Nase. Ich hab immer Schiss, dass ich mit den Leuten quatsche und die Rotze aus der Nase läuft. Alter Schwede, ey. Hallo, do you speak German? Sprecht ihr Deutsch? Ja. Okay, wir machen eine Umfrage zum Thema Weihnachtsgeschenke. Okay. Habt ihr einen Freund? Ja. Es geht um erotische Weihnachtsgeschenke. Würdest du deinem Freund ein erotisches Weihnachtsgeschenk machen? Ein erotischer? Ja. So. Weißt du die Farbe? Nee, erotisch, so erotic. Erotic oh. Christmas present. Oh mein Gott. What would you give him as a present for Christmas? Do you have a special idea? Clothing, toys. I think. Was würde ihn glücklich machen? Was meinst du? I think if it's something erotic or something spicy, I would go with something funny as well. Okay. I think I would go with like a drinking game or like a spicy drinking game. I would go with like a spicy book. So you would make your boyfriend drunk?
And then... No. It's just for fun. But okay. Yeah, that's it. And do you have... what would you wish for Christmas? Do you have a special wish for yourself? Not anything spicy. No? Okay. No. So you're happy? I am happy as I am. Okay. So good boyfriend? Good boyfriend. Perfect. Okay. Merry Christmas. Ja, ist auch, die sind alle glücklich, die Frauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Die sind irgendwie alle so... Ne? Läuft bei denen. Jetzt müssen wir uns mal so ein paar Unglückliche suchen irgendwie. Die so ein bisschen traurig gucken vielleicht. Kurze Frage mal. Habt ihr Bock, bei einer coolen Umfrage mitzumachen? Gar nicht. Ja? Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin. Okay, aber wenn du eine Freundin hättest, was würdest du ihr zu Weihnachten schenken? Irgendwas Erotisches. Womit würdest du ihr eine Freundin... Vielleicht guckt ja eine zu, die das cool findet so, und meldet sich dann irgendwie. Das ist eine gute Frage. Also wenn du irgendwie, weißt du nicht, irgendwie Handschellen oder so, eine Peitsche oder keine Ahnung. Wenn dir irgendwie spontan was einfällt. Einfach Kondome. Bei Kondome? Okay. Und wir speziellen Kondome vielleicht? Einfach nur Kondome und dann einfach nur... Knallhart. Bis der Latten rausknackt. Was würdest du da schenken? Was würde ich dir schenken? Spielzeug. Das ist ein Lego, oder? Es muss auf jeden Fall jede Öffnung gestoppt werden, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Alles klar, danke dir. Ciao. Hallöchen, dürfen wir euch eine Frage stellen zum Thema Weihnachten? Ja, können wir machen. Es geht um erotische Weihnachtsgeschenke. Würdet ihr euch irgendwas Erotisches schenken irgendwie? Was, womit ihr euch eine Freude machen würdet? Irgendwas? Oder hättet ihr einen Wunsch von... Why not? Ja. Hast du einen Wunsch oder hast du einen Wunsch? Nee, jetzt speziell nicht, nee. Oder eine Idee vielleicht mal so irgendwie, vielleicht mal was man mal so ausprobieren könnte? Handschellen, hab ich. Augenbinde, warum nicht? Dessous, BDSM, Peitsche. Also irgendwas so in der Richtung? Oder wunschlos glücklich? Wunschlos glücklich. Ey, ihr seid alle wunschlos glücklich. Ja. Ey, wirklich, jeder ist hier wunschlos glücklich heute. Also, ja. Heftig, oder? Na gut, ja. Dann auf jeden Fall frohe Weihnachten und noch einen schönen Tag. Danke. Ciao. Das gibt's ja nicht, ne? Alle sind happy. Mann, ey. Wir müssen mal vor so ein Frauenhaus oder so gehen. Mal gucken, ey, was die da sagen, womit man denen mal eine Freude machen könnte. So Freunde, das war die große Straßenumfrage zum Thema erotische Weihnachtsgeschenke. Ja, irgendwie waren alle glücklich, ja? Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Ich glaube, wir müssen uns mal einen anderen Tag aussuchen. Vielleicht nach Weihnachten sind die dann nicht mehr so glücklich, wenn die Geschenke bekommen haben. Ja, war auf jeden Fall sehr lustig und aufschlussreich und es sind wirklich arschkalte Temperaturen. Die Kamera hat auch gerade den Geist aufgegeben. Und es sind echt mehr Leute mit kurzer Hose unterwegs, als man glaubt. Unglaublich, ey. Naja, auf jeden Fall. Frohe Weihnachten!